Schönen guten Morgen, Leute, aus dem ausnahmsweise mal sonnigen Hua Hin. Und ich weiß, viele von euch mögen diese Tempelvideos nicht. Aber der Vorschlag kam von Koi. Da muss ich ab und zu auch mal ein bisschen was nachgeben. Ich weiß mal wieder nicht, wie der Tempel hier heißt. Koi mal fragen. Und hier sollten Schweine gehalten werden. In dem Tempel. Gerade mit der Dame am Eingang gesprochen. Also die Schweine sind gestorben. Woran auch immer. Also nichts mit Schweinen im Tempel. Und eigentlich ist das Ganze hier auch geschlossen wegen der angespannten Situation hinten ein Schlagbaum und wieder Temperatur messen und in eine Liste eintragen wahrscheinlich. Gucken wir mal, wie weit die hier gekommen sind. Baumaßnahmen schon mal alles eingestellt. Ja, da tut sich momentan absolut nichts. Mal kurz oben umsehen. Nicht so sehr hoch hier. Da hier oben noch alles im Rohbau befindlich. Wer weiß, wann die mal hier weitermachen. Die komplette Baustelle ruht. Überall Material gelagert. Aber geht nichts voran hier. Wat Syalai Koi? Wat Putta Chayo? Wat Sipkai? Wat Putta Chayo? Okay. Heute nochmal mit dem Mofa unterwegs. Keine Schweine, aber jede Menge Hühner und Hähne unterwegs. Und die üblichen Doggies. Der Screening Point und aufs Gelände rauf darf man nicht fahren. Schlagbaum unten und müssen wahrscheinlich auch wieder hier in die Liste eintragen oder so. Keine Ahnung. Gesund. Ja, mit Kamera konnte ich halt nicht machen, so eine Spraydusche, da kann man auch nicht reingehen, wo man will. Man muss hier rein und hinten wieder raus und dann wird man mit so Düsen eingesprüht. Wird ja immer schlimmer. Junge, Junge, Junge. Unter dem Schlagbaum durchkriechen. Sieht alles ziemlich wild aus hier. Bäume gefällt worden. Also mir langsam egal, was die sagen, unter dem Ding kriege ich keine Luft und keine Menschenseele da. Dann ziehe ich das Ding auch nicht an, aus dem Haus. Rhabarberblätter. Scheinbar darf da auch keiner rein. Normalerweise könnte man da wohl hochfahren, gehe ich mal von aus. Jetzt nur über die Treppen erreichbar. Soll ich nicht? Eine 150er CBR, hat sich auch schon mal auf die Nase gepackt. Laufen wir hier mal hoch. Unterkünfte der Mönche. Und hier auch. Mit kleinen Holzhütten. Da ging es mal zu einem Aussichtspunkt. Lohnt sich aber nicht, da hinten alles zugewuchert. Alles dicht. Zu der Statue kann man auch nicht hochlaufen. Gitter vor. Ja Leute, was nützt das Ganze, wenn man bis hier oben hoch kann und die wirklich interessanten Sachen alle geschlossen sind, man da überhaupt nicht rein kann.
Macht ja auch irgendwo keinen Sinn. Scheinen auch kaum Menschen hier zu wohnen. Die Hütten machen alle einen ziemlich unbewohnten Eindruck, bis auf die hier. So auf der Terrasse ein bisschen was an Möbeln. Die Stufen schenke ich mir, die führen ins Nirgendwo. Na, gehen wir mal über die Treppen wieder zurück. Und insgesamt relativ enttäuschend hier, muss ich sagen. Kann ich ja nichts ansehen. Wirklich alles unter Verschluss. Jo Leute, war ein etwas enttäuschender Tempelrundgang. Wunderte mich eh, dass die uns überhaupt reinließen. Seltsamerweise mit dem ganzen Brimborium da. Durch so eine Schleuse durch und Hände waschen und was weiß ich nicht alles. Maske anziehen, obwohl keiner da ist, ist eh nicht mein Ding. Also schenke ich mir beim nächsten Mal auch. Wenn sowas nochmal stattfindet, gehe ich ja gar nicht erst rein. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mal alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.